Mein Name ist Thomas Merten und ich bin der SPD-Ortsvereinsvorsitzende hier in Wittenberg. An der SPD hat mir schon immer gefallen, dass sie für eine offene und tolerante Gesellschaft eintritt. Hier vor Ort gibt mir die Partei zudem die Möglichkeit, mich einzubringen und aktiv die Zukunft der Lutherstadt Wittenberg mitzugestalten. Ja, bei unseren Aktionen, egal ob jetzt den Märchen lesen, Aktionen für Flüchtlinge oder anderen Geschichten hier mit Bürgern vor Ort, geht es uns darum, dass wir Leute zusammenbringen, Netzwerke schaffen und ja, dass wir einfach das bürgerliche Engagement stärken und die Identifikation der Bürger mit der Stadt stärken und ja, ausbauen. Ja, neben der Politik packe ich auch sonst gern ehrenamtlich heiße Dinge an und das mache ich als Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Schmökendorf. Hier bin ich nicht nur im aktiven Einsatzdienst tätig, sondern auch im Feuerwehrsport. Und seit über 15 Jahren bin ich an vielen Wochenenden im Sommer auf verschiedenen Wettkampfplätzen in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern unterwegs und unterstütze da meine Mannschaft tatkräftig. Daneben organisiere ich seit 2 Jahren auch eine Wettkampfserie, den Sachsen-Anhalt-Pokal im Löschangriff Nass. Und in dieser Serie treten verschiedene Mannschaften aus dem gesamten Bundesland Sachsen-Anhalt gegeneinander an und ermitteln hier die beste Feuerwehrmannschaft im Löschangriff Nass. Wer sich mit uns zusammen engagieren will, um Wittenberg noch positiver weiterzuentwickeln und die Stadt weiter zu gestalten, das Bürgertum weiter zu gestalten, kann sich gerne bei uns melden. Das geht über verschiedene Wege, entweder per Post oder per Anruf oder eben auch per E-Mail. Einfach melden und mitmachen. Ihr seid alle herzlich willkommen.